wäre ich wieder. Zwei Sachen waren in den Kommentaren. Einmal das mit dem Schwert, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also in den Kommentaren stand, ich hätte ein Schwert gekauft und das nicht ausgerüstet. Da ist eins für 77, das sollte aber eigentlich weg. Gladius 85 Schaden. Ist auch hier in dem Dingens drin. Na? Ja, so war das okay. Und das andere war unten bei dem Poseidon-Box-Dingens, wo wir die Quest für machen sollen, dass da wohl noch irgendwo eine Leiter war. Also jetzt zweimal nach links. Okay, das gucken wir uns doch mal an. Auch wenn wir dann immer noch zwei große runde Saphire brauchen. Das passt schon irgendwie. So, erstmal fehlt hier noch eine Lampe. Das ist schon mal verdächtig. Und hier ist eine Leiter. Und hier sind die Steine. Ja. Nee. Okay. Oh, oh. Und da oben ist hier so ein Giftdingens. Oh, das Gift stackt und wir haben es zweimal drauf. Okay, eventuell muss ich mich gleich wieder zurück teleportieren. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wo es... Oh, da hinten ist ja noch was. Wenigstens weiß ich jetzt, wo es weitergeht. Oh, noch ein Giftbolzen. So, du einmal an. Das waren immer noch nicht alle Fackeln. Ein Stein. Ja, wie geil. Brenne. Brenne. Oh, wir sollten nicht nochmal auftreten. Flupp. So, da drüben war nochmal ein Giftdingens. Aha. So, du an. Jetzt sind wir fertig. Und der letzte Stein. Sehr schön. Oh. Okay. Also es fehlen nur noch zwei große runde Saphire. Wo auch immer wir zwei große runde Saphire finden. Denn... Oder sind damit ganz normale Saphire gemeint? Nö. Kleine Saphire. Vielleicht kriegen wir die ja später irgendwo. Also momentan ist noch Standard-Drop halt die kleinen Edelsteine. Wenn wir weit genug sind, kommen vielleicht irgendwann große. So, mal gucken. Erstmal hätte ich gerne Herzchen. Und Pfeile. Genau. Ganz viele Pfeile. Du, hops. Klick. Stirbfrosch. So, sehr schön. Ja, kann gar nicht besser laufen. Ich glaube, zwei, dreimal Pfeile und drei Herzchen. Sehr schön. So, in diese Leere wollten wir noch nicht reinspringen. Das da könnten wir noch aufdecken. Bibliothek. Das ist aber ganz schön weit weg. Und so oder so sollten wir noch... Ja, Heiltränke, ne? Das ist echt ein Haken. Yoda hilft uns nicht. Ich gehe mal ganz kurz zu dem Typen zurück. Fährt er hier noch irgendeinen Hinweis, wo wir die großen Saphire finden können? Nein. Hier ist sonst auch nichts. Schade, schade. Was haben wir noch so an Aufgaben? Nix. Das heißt, wir haben jetzt die Qual der Wahl. Entweder da reinzugehen oder zu verhungern. Haben wir irgendwelche Schlüssel? Wir haben nur Kanalisation und Mine, oder? Ja, Kanalisation und Mine. Also wir haben nicht die Gärten. Wir haben nicht die Bibliothek. Und nicht die Grüfte. Aber da muss noch irgendwas sein. Okay, wir gehen jetzt viermal nach rechts. Und versuchen da die letzte Lampe zu finden. Denn da wir da noch keine letzte Lampe gefunden haben, ist es recht wahrscheinlich, dass da irgendwo ein Gebiet ist, wo wir noch nicht waren. Und mit ganz viel Glück... Ist hier ein Falle gewesen? Und mit ganz viel Glück sind da dann auch die beiden Saphire. So, noch einmal rechts.
Und oben mit dem Hammer dürfen wir noch viel mehr Schaden machen an diesen Helm, oder? Was ja ein Hardziel ist. Mal gucken. 107, ja. Das klappt echt gut. Sehr schön. Mehr Pfeile. Ne, jetzt will er nicht mehr. Na gut, vielleicht da unten noch. Hops. Oh. Nö, auch nicht. Gib mir ein Herzchen. Sehr schön. Sind wir hier? Oh, hier war die Tür. Stimmt. Da mussten wir jetzt einmal ganz rumlaufen. Anders. Ich gehe Shift 1 hierhin zurück. Verkauf kurz ein Stück meiner Seele für Heilung. Gehe dann hier rein und gehe in den unteren Minendingens. Hier. Dann bin ich nämlich falsch. Dann gehe ich. Nein. Hier bin ich auch falsch. Wie zur Hölle kommen wir zu dem Ding da? Oberer Mineneingang? Nein. Noch viel falscher. Dann wird es wohl der linkere komische Bereich hier sein. Dann wird es wohl der mittlere komische Bereich hier sein. Ja, sehr schön. Das war jetzt kein bisschen unintuitiv und so. Mann, Mann, Mann. Okay. Ja, alle Fallen reingelaufen. Ist okay. So, es ist dunkel. Ach, hier waren die Krähen, die klauen konnten. Ringe klauen konnten. Das ist gar nicht schön. Miau. Okay, Krähen machen nicht miau. Stirb. Stirb. Oh, Diebstahl. Diebstahl. Genau. Kriegen wir Schützen. Große Runde. Au. Irgendeiner hat noch was von mir. Und wie viel... Au. Doofes, garstiges... Wir können nur in 45 Grad schießen. Das ist echt doof. Ah. Also ja, wir finden hier die großen runden Saphire, die wir brauchen für die Poseidon-Quest. Und eventuell noch ein, zwei extra Sachen. Na, das war zu knapp. Mit extra Sachen meine ich, die haben bestimmt irgendwo von anderen Abenteurern auch was geklaut. Und das reißen wir uns dann unter den Nagel. So. Dich wollte ich eigentlich gar nicht treffen. Au. So, Ring des Kriegers. Ich sollte einfach alle Ringe ausziehen, während ich hier kämpfe. So, tonk, tonk, tonk. Ring des Schützen. Oh, okay. Damit haben wir jetzt einen Zugang zu der anderen Seite geschaffen, wo wir vorher vorstanden. Genau. Ich würde trotzdem gerne irgendwie da hochkommen. Große Runde Saphir und fertig. Sehr schön. Ting, ting und eine Truhe. Deinen blauen Hammer. Schon wieder. Also unsere Macht 87 und extra Untotenschaden. Gesegnet durch die Geister des Windes erlaubt er diese Waffe zwei Schläge werden als einen einzigen Angriff. Boah, das ist ja geil. Du geh mal weg. Du geh mal dahin. Was machst du? Zusätzliche Untotenschaden. Och nö. Du Schnelltaste 2. Das will ich mir gleich mal angucken. So, wie kommen wir jetzt da rauf? Das ist interessant. Also wenn man anders springen könnte, dann würde ich sagen, einfach nach rechts springen und dann nach links umdrehen, aber das klappt in dem Spiel so nicht. Hm. Na komm, hier war irgendwo gerade noch einer. Komm raus. Da. Zing. Hm. Dann halt so. So, unten rechts ist noch ein Licht. Das nehmen wir auch noch mit.
hast alle Lichter in den Tiefen angezündet. Das sind also die Tiefen. Na gut. Ring des Schlechters. Äxte. Äxte bringt uns nicht wirklich was. So. Ausrüsten. 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 Haben wir noch irgendwas extra bekommen? Nö, schaut nicht so aus. Okay. Also ja, das da oben irritiert mich. Aber ich denke mal, wenn wir später diese Geschwindigkeitstränke brauen können oder Sprungtränke oder was weiß ich, dem kommen wir da schon irgendwie hin. Das heißt, jetzt wollen wir einfach nur zweimal nach Westen. Oh, hier können wir das Ding jetzt ausprobieren. Und pew. Oh. Das war nicht zweimal. Das war nicht gut. Oh. Also irgendwie macht der Hammer nicht das, was er verspricht. Erlaubt dir diese Waffe zwei Schläge während eines einzigen Angriffs. Okay. Gut, testen wir weiter. Wir wollen weiter. Und dann die blaue Magie bekommen. Also einfrieren. Einmal noch da hinten. Und danach bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als durch das Tor zu gehen. Also dieses Portal. Meine Statue ist endlich komplett. Schatten, du hast gezeigt, dass du es wert bist, das Wissen über die Macht von Wasser und Eis von mir zu erhalten. Von nun an werden deine Augen die Bücher der blauen Magie verstehen, die in der ganzen Burg verstreut sind. Okay. Magie des Frostes. Wo bist du? Da bist du. Verschießt einen Frostbolzen, der das erste Opfer in Reichweite gefrieren lässt. Zauberbuch kopieren. Zauber. Du. Schnelltaste zuordnen. Yeah. 6. Also 5 ist Feuerball, 6 ist Frostding. Okay, dann mal ab zu dem komischen Stargate-Dingens, würde ich sagen. Schnellen Weg dahin gibt's nicht, ne? Na gut. Stopp. Heiltränke. Heiltränke sind doch recht wichtig. Also gehen wir mal Shift 3 zum Koch. Und mal ein Heiltrank können wir herstellen. Ah, das ist nicht so toll. Wir würden gerne was kaufen. Essenzen? Nein. Wir würden gerne diverse Gegenstände kaufen. Auch nicht. Wir würden gerne Heiltränke kaufen. Gott verdammt, okay. Du. Kaufen. Diverse Gegenstände. Nö. Finden wir hier auch nicht. Ah, das war gerade so ein Doppelangriff. Wenn ich eigentlich eine Pfeile haben wollte, aber okay. Das heißt, wir machen es jetzt entweder mit 4 kleinen Heiltränken. Okay, und noch ein, zwei Regenerationstränken, die wir haben. Oder ich farme eine Folge lang Fledermäuse. Was jetzt irgendwie nicht so spannend klingt. Ich glaube, ich probiere es einfach erstmal so. Das heißt, wir porten uns jetzt nochmal zu dem Ding hier. Gehen nochmal kurz das Inventar durch. Also ja, wir hätten ein paar Sachen zu verkaufen. Wir haben noch einen großen Heiltrank. Und was bist du da? Und noch ein größerer Trank der Regeneration. Also ja, ich denke, das wird reichen. Vor allem haben wir noch so viele von diesen Stäben hier. 20 Ladung, 20 Ladung, 20 Ladung. Keine Ladung. Okay. Aber ja, allgemein haben wir noch recht viele von den Stäben. Machen wir mal auf 8. Dass es eigentlich hinhauen müsste. Also speichern wir jetzt ordentlich ab. So, ich mache einen kleinen Cut und in der nächsten Folge springen wir in das Stargate. Also bis gleich.